Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stefan und hier geht es rund ums Thema NFTs. Im heutigen Video stelle ich euch den André Wagner vor, ein Fotograf, ein Künstler aus Berlin. Ja, echt dufte Typ. Ich habe ihn kennengelernt auf unserem Discord-Server. Wir haben da ja, einen regen Austausch in der Community und da wird natürlich sehr viel gesprochen, dann auch ausgetauscht, in welche Projekte man drin ist. Und ja, da habe ich gedacht, da mache ich ein Video drüber und lasst euch überraschen, wir sehen uns bis gleich. Heute geht es also über André Wagner, Fotograf, Künstler aus Berlin. Dufte Typ, ich durfte ihn kennenlernen auf unserem Discord-Channel. Wir haben da einen regen Austausch über NFT-Projekte. Und dann guckt man sich natürlich auch die Projekte an. Wir haben da auch sehr viel diskutiert schon, gesprochen. Und auch entsprechend die Projekte des anderen angeschaut. Ich selber habe noch kein NFT-Projekt, deswegen ja, ich bin da natürlich nur Betrachter und schaue mir gerne die Projekte der Künstler an, weil ich in der Familie auch eine Künstlerin habe und da habe ich natürlich auch einen entsprechenden Bezug. Und ja, auf jeden Fall, André hat eine tolle Webseite, da werden auch seine ganzen physischen Projekte dargestellt, also Drucke auf Leinwand, was er macht, dann auch seine NFT-Projekte, da hat er auch schon eine Menge gemacht. Hier im Hintergrund seht ihr auch seinen Twitter-Account, da hat er knapp 2000 Follower, also schon eine Menge. Und ja, da werden auch seine ganzen Projekte gezeigt. Das ist zum Beispiel auch ein tolles Projekt, was er da gemacht hat auf Tezos. Das heißt also in dem Fall auf Object.com. Das schreibe ich euch auch alles rein. Es gibt ja FXHash und Object.com, wo man mit der Währung Tezos bezahlt. Und ja, da tummeln sich sehr viele Künstler auch Fotografen, jetzt auch André Wagner. Und da gibt es nicht viel. Das heißt, wenn ihr da einen wollt, einfach mal vorbeischauen. Link setze ich natürlich unten auch rein. Ich denke mal, schönes Bild in der Wallet tut auf jeden Fall gut. Ihr unterstützt dann auch einen Künstler. Das tut ihm auch einen Künstler gut. Und dann hat er auch noch andere Projekte, unter anderem dieses hier, was ihr hier seht. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Wenn ihr bis zum Schluss bleibt, habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. Wenn ihr hier draufklickt auf seinen Linktree, den habe ich schon offen, dann kommt er auch rein auf seine Projekte und auch auf seine Webseite. Die Webseite selber, echt gut gemacht, sehr professionell. Hier seht ihr auch Kunst, wie man sie auch darstellen kann, mit der Leinwand an der Wand. Ja, und ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Schaut einfach mal rein, er hat auch einen tollen Katalog, einen Online-Katalog. Das heißt, da wird auch immer aktualisiert. Ihr könnt euch dann registrieren im Newsletter. Ich finde es sehr toll, ich zeige jetzt auch nicht alles. Den Link setze ich einfach unten rein und dann schaut euch das einfach mal an. Was war das hier? Ja, Angry Bird, da haben wir es doch auf object.com. Da haben wir den Schwan. Wird für einen Tezos verkauft, ein Tez, 1,40 Euro. Also ich denke mal, wenn man eine Postkarte kauft, die sind teurer, deswegen schnappt zu. Und ja, er tut auf jeden Fall ein gutes Werk und habt auch noch ein tolles Bild. Dann auf OpenSea, da hat er einige Werke drin. Auch sehr interessant, nämlich auf jeden Fall auch in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr auch da direkt reingehen. Da hat er ganz viele Bilder drin und unter anderem Hidden Layers bei André Wagner. Auch sehr interessant, da gibt es die Paula 7 und die Paula 8. Die Paula 8, die gibt es insgesamt 10 Mal. Hier die Paula 7, da haben wir jetzt letztendlich 50 Stück in der Kollektion. Finde ich auch sehr schön. Und kostet insgesamt 0,035 ETH nach dem aktuellen Kurs von ETH. Der ist jetzt ein bisschen die letzten Tage hochgegangen. Also der war jetzt, glaube ich, heute fast bei 1500 Dollar ein ETH und dementsprechend kostet jetzt das Bild 53 Dollar. Also kein Geld für Kunst. Ihr könnt auf jeden Fall hier auch ein tolles Meisterwerk von André Wagner minten.
Und noch so viel dazu. Wir haben uns ja gut unterhalten. Ich habe dann auch ein Geschenk gekriegt. Deswegen habe ich jetzt mich auch entschlossen, das Video zu machen. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich. Also das heißt, ich mache jetzt nicht irgendwie so Werbung und kriege dann irgendwas dafür unter der Tischkante, sondern es ging über den Tisch. Ich mache das auch public. Das heißt also, ich habe eine Paula 7 von ihm gekriegt und ich habe noch zwei andere gekriegt von ihm. Und mit der Bitte, dass ich die entsprechend ja weitergebe an Kunstinteressierte. Ich habe auch schon jemand, der da sehr stark interessiert ist. Man sieht es dann auch. Das heißt, meine Wallet, wo das rausgeht, das ist ja alles public. Das behalte ich auch nicht selber, sondern das geht tatsächlich raus an jemand anders. Und jetzt haben wir noch eine Paula 7 und die verlose ich hier auf meinem YouTube-Channel. Ihr seht ja, da ist noch nicht so viel los. Also es sind, glaube ich, 64 Follower. Tante, Onkel, Oma. Nein, nein, die sind alle da nicht drin. Die gibt es da nicht mehr. Aber ja, es sind also nicht viel. Die Möglichkeit, dass ihr die Paula 7 bekommt, ist sehr hoch. Ich denke auch mal, es ist fair, wenn man da eine kleine Verlosung macht. Und ich würde euch dann nur bitten, jeder, der Interesse hat an der Paula 7, sollte bitte in den Kommentaren was reinschreiben, nämlich das Geburtsdatum von André Wagner. Wo das steht, könnt ihr euch ja schon denken. Auf jeden Fall meinem Kanal folgen, tut er ja schon eh, wenn er das Video anguckt, vermute ich stark. Kommentar reinschreiben, Geburtsdatum von André Wagner und auf seinem Twitter-Account folgen. Und dann machen wir die Verlosung. Wir zählen raus, wie viel es sind. Es gibt dann so Generatoren, wenn es jetzt 100 Stück sind, dann schreibt man da rein, Zahl 1 bis 100, drücke ich drauf, dann rattert das Ding durch, dann gibt es eine Zahl und der Kommentar kriegt es dann. Ja, ich denke mal, das ist fair. Und das wird man auch jetzt in Zukunft öfters machen, solche Verlosungen, wenn ich von Künstlern irgendwelche NFTs kriege, die ich an die Community geben soll, dann mache ich das auch. Ich finde, ja, das ist fair und ja, freue mich natürlich auch selber über Kunst in meiner Wallet. Aber denk mal, so kriegt man die NFTs auch auf die breitere Masse. Und Freemints sind toll, gefällt jedem. Aber natürlich muss man auch bedenken, die Künstler müssen leben von dem Geld, was da reinkommt. Viele tun sich sehr schwer in der heutigen Zeit, weil Kunst ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Ohne die wird es sehr schwierig. Und man muss natürlich dann auch sagen, man tut da auch was Gutes, wenn man Kunst kauft. Und man muss immer da auch denjenigen, den Künstler sehen. Da habe ich auch lernen müssen. Ich habe früher, wenn ich in die Staatsgalerie bei uns in Stuttgart gegangen bin, damals mit meiner jetzigen Frau, sie ist Künstlerin, dann habe ich die Kunstwerke mit dem anderen Blick gesehen, habe ich dann teilweise gesagt, puh, zeichne ich dir auch für die Hälfte vom Preis, habe aber nicht das dahinter gesehen. Also das heißt, den Künstler, warum hat er das Bild gezeichnet, was steckt da dahinter? Das heißt, man zahlt dann quasi für das Kunstwerk nicht die Tinte, die da drauf auf dem Bild ist und das Papier, weil das wären ein paar Euro, sondern auch der Gedanke, der Kunstgedanke, dahinter kann man riesen viel diskutieren, jeder sieht es auch anders, was auch voll okay ist. Und ich finde es dann auch immer interessant, wenn man dann sich unterhält, auch das Diskutieren anfängt, weil wie gesagt, jeder sieht es anders. Ich bin ja auch unterwegs und Sammelkunst auf den einzelnen Marketplaces, werde hier auch öfters jetzt Videos drehen über meine Einkäufe, werde die auch publishen. Also das heißt, auf meiner Webseite werde ich dann die NFTs ausstellen. Und man wird dann ab und zu mal drüber gehen, auch gucken, wie viel habe ich sie eingekauft, für wie viel sind sie jetzt wert, weil da gibt es, denke ich mal, auch viele. Ich habe auch so eine kleine Händlerseele, allerdings, naja, ist die ein bisschen kaputt in der Hinsicht. Ich kaufe nur ein, aber ich verkaufe nichts. Ja, aber jedem so, das seine, ich bin Sammler und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann so dufte Typen kennenlerne, wie gesagt, wie dich, André. Ich viele Grüße nach Berlin und ja, mach weiter so. Ich drücke dir die Daumen und wir hören uns demnächst im Discord wieder.
Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen und ja, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Ihr könnt auch die Glocke betätigen, damit ihr nichts verpasst. Ja, und dann noch so viel, ich mache hier keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung. Das ist quasi meine Meinung, was ich hier kundtue. Tut auf jeden Fall euch immer selber informieren, schaut auch immer nach, sind die Links noch aktuell und so weiter. Es passiert leider im NFT-Space auch sehr viel, auch viel Scammer sind unterwegs. Deswegen passt immer auf, wenn es um eure NFT und um eure Wallet geht. Vertraut niemand, nur euch selbst. Und prüft da auch immer nach, was da passiert. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Stefan. Bye.